Willkommen zum Tutorial des Programmes PaintNet. Dies ist das Modul 3, in dem ich das Thema Auswahlbereiche bzw. Masken vertiefe. Als Beispielbild nehme ich diesmal ein anderes Foto und jetzt mal eins, das ich an der Ostsee gemacht habe. So, ich brauche nun ein Objekt im Bild, sagen wir mal diese beiden Schafe hier, die ich mit Hilfe der Steuerung-Taste und dem Mausrad heranzoome und dann in einer einfachen Rechteckmaske auswähle. Weil mir aus irgendeinem Grund zu wenig Schafe im Bild sind, möchte ich die beiden an einer anderen Stelle nochmal sehen. Dazu kopiere ich den markierten Bereich in die Zwischenablage und erzeuge eine neue Ebene. Wie ich schon im Modul 2 erklärt habe, kann man sich eine Ebene als eine Art durchsichtige Folie vorstellen, die ich auf das eigentliche Bild drauflege und dann darauf male. In diesem Fall füge ich den kopierten Bildausschnitt hier wieder ein. So, und ja gut, zuerst sieht man gar keine Änderung, weil die beiden Bildteile genau übereinander liegen, aber wenn ich das Objekt verschiebe, so sieht man, dass der Bildausschnitt nun ein zweites Mal vorhanden ist, jetzt auf dieser Ebene. Die Schafe sind aber nun weiter hinten und daher etwas zu groß. Im Gegensatz zu einer richtigen Folie kann ich am Computer aber die Größe leicht verändern. Wenn ich das ohne Verzerrung haben möchte, drücke ich dabei einfach die Steuerung-Taste. Und ihr seht, es ist ganz leicht, die Größe anzupassen. So, dann schiebe ich die Schafe mal hier hin und zeige nochmal, ich habe zwei Bildebenen, deren Sichtbarkeit ich ein- und ausschalten kann. Die eine enthält das Hintergrundbild, die andere den Bildschnipsel mit den Schafen. Sieht noch nicht so richtig überzeugend aus, weil der Rasen noch drum da ist. Also radiere ich den jetzt weg. Das Werkzeug Radierer, übrigens auch mit der Taste E erreichbar, ist dabei hilfreich. Größe und Härte muss ich noch anpassen. Erfahrungsgemäß liefern weiche Ränder hier bessere Ergebnisse, also Härte gering einstellen. Wenn der Radierer groß genug ist, kann ich nun einfach den Rasen wegradieren. So, dabei wird das darunter liegende Hintergrundbild wieder sichtbar. Bei Feinheiten, wie hier zwischen den Beinen, zoome ich nochmal heran, was am schnellsten übrigens mit Steuerung plus Mausrad geht. Auch die Radierergröße kann ich nochmal eben nachjustieren, jetzt brauche ich den etwas kleiner. Das geht mit dem Minus-Symbol, aber auch mit der Tastenkombination Alt-Grr und 8. Größer kann ich ihn dann wieder mit Alt-Grr und 9 machen. Und so kann man sich mit etwas Übung sehr schnell die Werkzeuge immer anpassen. Was auch noch hilft, ist, die Sichtbarkeit des Hintergrundbildes mal abzuschalten, um zu sehen, was auf der Ebene 2 eigentlich noch drauf ist. Hier sind es noch ein paar Grasflecken, die stören, also auch weg damit. So, schalte ich nur das Hintergrundbild wieder ein, so sehe ich, dass ich jetzt eine echt aussehende Ergänzung des Bildes habe. Schön. Noch toller, ich habe jetzt ein Bildobjekt, das nur noch aus den beiden Schafen ohne Rasen drumherum besteht. Das kann ich auch nochmal kopieren und wieder einfügen. Verschieben, Größe anpassen und schon habe ich die beiden Schafe auch ein drittes Mal auf dem Deich. Wieder einfügen und Größe anpassen und es gibt sie noch ein viertes Mal. Fällt natürlich jetzt hier irgendwann auf, dass es immer die beiden gleichen Schafe sind, aber das Prinzip, wie man dabei vorgeht, das sollte klar geworden sein. Wenn man mit der Überarbeitung fertig ist, kann man die beiden Ebenen wieder zu einem Bild zusammenfügen und dann das Ergebnis als JPEG oder PNG-Datei speichern. Möchte ich es hingegen so speichern, dass ich mehrere Ebenen habe, also auch nach dem Laden wieder, dann speichere ich das ganze Konstrukt als PDN-Datei. Dann habe ich enthält die Ebenen wieder, aber nur PaintNet selbst kann dieses Bildformat verwenden. Das heißt, ich kann diese Bilddatei dann nicht in ein Textdokument oder in eine Präsentation einfügen. So, ich habe am Anfang versprochen, dass ich noch mehr zu anderen Masken zeigen. Wie jeder schon bemerkt hat, ich kann auch ovale Masken erzeugen oder den Rand per Freihandfigur festlegen. Das gelingt jetzt auch nicht immer im ersten Anlauf gut, aber ich kann nicht nur neue Masken erzeugen, sondern auch die vorhandenen verändern. Gehe ich hier etwa auf Hinzufügen, dann kann ich weitere Maskenteile ergänzen. Ist die Maske hingegen zu groß geworden, gehe ich auf Subtrahieren und nehme ein paar Teile wieder weg. Ich kann auch eine bereits gezogene Maske nochmal verändern. Das zeige ich hier an einem einfachen Rechteck. Dazu gehe ich auf dieses Symbol, das ich übrigens auch mit 2xM anwählen kann. Dann kann ich die Ränder verschieben oder durch Drücken der rechten Maustaste und Bewegen das ganze Ding auch drehen. Zuletzt zeige ich noch die Zauberstabmaske. Da muss ich nur einen Punkt anklicken und die Maske wird über alle Bildpunkte gelegt, die ungefähr die Farbe haben von dem Punkt, den ich angeklickt habe. Die Toleranz kann ich dabei frei einstellen. Je kleiner der Wert, desto weniger Farbtöne werden in die Maske mit aufgenommen. Ebenso kann ich noch zwischen einer zusammenhängenden Maske wählen
oder einer Maske, die aus allen ähnlichen Farbtönen im gesamten Bild besteht. Hier will ich jetzt vielleicht mal den Himmel entfernen und das klappt mit einer zusammenhängenden Maske besser. Da sind noch ein paar schwarze Flecken durch Kitesurfer, die es da im Hintergrund gibt, aber die bekomme ich auch schnell weg, indem ich eine andere Maske einfach addiere, sagen wir mit Rechteckmaske. Ja, dann habe ich schon alles markiert, drücke einfach nur die Taste Delete auf der Tastatur und schon ist der ganze Himmel weg. Jetzt kann ich im Hintergrund was anderes einfügen. Sagen wir mal das Bergebild, das ich schon im Modul 2 verwendet habe. Das kommt jetzt einfach in eine andere Ebene, die ich jetzt schon vorher erzeuge und bereitstelle. Dann öffne ich das Bergefoto, markiere es komplett, das geht übrigens auch mit Steuerung A, kopiere das in die Zwischenablage, gehe wieder rüber in das scharfe Bild und füge die Berge in die neue Ebene ein. Okay, jetzt sind die Berge erstmal vor den scharfen, das ist falsch. Aber ich kann die Reihenfolge der Ebenen auch ganz einfach vertauschen. Nun, jetzt sind die Schafe oben und die Berge dahinter und nur noch sichtbar dort, wo das Schafbild durchsichtig ist. Dann passe ich noch die Größe und die Lage der Berge an. Und wenn ich dann die Ebenen zusammenfasse, habe ich eine wunderbare neue Urlaubsgegend kreiert mit Bergen direkt an der Ostsee. Ha, traumhaft! Und was noch nicht so ganz richtig passt, sind hier die Farben. Die Berge im Hintergrund sieht, wenn man genau hinschaut, etwas blasser als der vordere Bildteil am Meer. Aber das kann ich natürlich auch anpassen. Wie das geht, beziehungsweise welche Möglichkeiten es zur Optimierung der Farben gibt, das zeige ich euch dann in Modul 4. Könnt ihr unten anklicken. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein paar Likes oder gar nette Kommentare, ebenso wie über neue Abonnenten. Aber vor allem hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen konnte und wünsche euch viel Erfolg beim Bearbeiten eurer Bilder. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.